So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute Frontier 2 von 2015. Aber es funktioniert immer noch gut, das Spiel. Die Grafik sieht gut aus. Der Ton funktioniert. Ja, und ich würde sagen, starten wir ein neues Spiel. Warp Jump komplett Fehler. Ach, egal. Okay, wenn wir die Maustaste drücken, bleiben wir stehen. Und ansonsten folgt das Schiff unserer Maustaste, geschossen wird automatisch. Mal durchfliegen. Salvo. Ah. Jetzt haben wir Raketen. Die fliegen automatisch auf die Feinde. Genauso wie die Dinger. Und es wird noch anspruchsvoller gegen Ende. Und gleich kommen wir auch in den Upgrade-Bildschirm, sozusagen in den Hauptbildschirm. Oh. Ja, hier sieht man das ist der Hauptbildschirm. Hier sieht man alle Planeten. Hier können wir zum Planet. Hier können wir den normalen Modus oder den endlosen Modus, den habe ich selbst noch nie gespielt. Hier sehen wir unsere Skills. Wir haben keine Skillpunkte. Und hier sehen wir unsere Schiffe. Okay. Das kann plus 100, plus 0,5 Bonus XP pro Rang. Das hier hat plus 1 eine Geschwindigkeit, plus 1% Geschwindigkeit pro Upgrade, plus 1% Geld pro Upgrade, plus 1% kritischer Treffer Schaden pro Upgrade, 0,75% Schaden pro Upgrade, also plus 0,75, plus 0,5 maximale Leben pro Upgrade, plus 0,5 Feuerrate pro Upgrade, plus 1,5 Feuerrate pro Upgrade und minus 100 Präzision, minus 30 Feuerrate und plus 2 kritische Chance, kritische Trefferchance, minus 25% maximale Leben, 5% Schnelligkeit pro Upgrade. Die hier finde ich echt gut, weil die haben 2,5% Chance, zu eine zielsuchende Rakete abzufeuern pro Upgrade. Und er hier hat, wenn man über 75% HP ist, 0,5% Schaden dazu pro Upgrade. Und unter 25 0,5% Schnelligkeit pro Upgrade. Er hier hat plus 0,25% Chance, die Leben wieder aufzufüllen, aber dafür minus 50% Schild. Wir bekommen im weiteren Verlauf durch die Skills noch Schild. Und plus 1,1% Mutator Core. Okay, das kenne ich selbst noch nicht. Ah, da habe ich leider noch keins freigeschaltet gehabt. Ich habe das schon mal angespielt. Bin dann mit dem hier fertig geworden. Wir können uns hier Booster kaufen. Zum Beispiel XP Booster. Ich denke, ich nehme am Anfang mal ihn hier, weil wir da mehr XP bekommen und grade ihn auch gleich ab. Und dann gehen wir mal dahin. Oh, Selbstmordattentäter. Die fliegen immer auf uns zu, solange bis sie in uns explodieren. Diese blauen Schiffe. Die großen schießen zielsuchende Raketen auf uns. Ja, genau die mit dem blauen Strahl. Die fliegen so lange auf uns zu, bis sie an uns explodieren. Oder wir ihnen ausweichen. Also wenn wir so hinter sie fliegen oder auch bei den zielsuchenden Raketen hier.
können wir ihn ausweichen. Oh! Okay, das ging schnell. Aber wir sind schon Level 1. Das sieht man hier unten. Hier ist auch die XP-Leiste. Und jetzt können wir uns hier Skills nehmen. Das hier ist eigentlich ganz nützlich. Ich nehme mal das hier und das. Einmal Feuerrate. Plus 15% Feuerrate pro Punkt. Und hier einmal plus 10% maximale Leben pro Punkt. Und irgendwann bekommen wir hier auch noch ein Schild. Dann noch eine eigene Reparatur. Und okay, hier ist das Schild. Okay, hier ist der Schaden reduziert. Hier bekommen wir ein Schild. Und hier reparieren wir uns selbst. Hier habe ich mir alles noch nicht durchgelesen. Das entdecken wir sozusagen gemeinsam. So, gleich zweimal upgraden. Dann bekommen wir auch gleich mehr XP und können direkt zum nächsten Schiff weiter. Die Skills gelten für jedes Schiff. Das sind Asteroiden, die können wir schon zerstören, aber dann werden sie zu noch größeren, also noch kleineren Asteroiden, aber dafür drei. So, jetzt haben wir gerade ein Power-Up gehabt, zielsuchende Schüsse. Diese leuchtenden Teile, die da rumfliegen, sind Power-Ups. Und die sollte man auf jeden Fall einsammeln. Oh. Wir bekommen auch Leben anscheinend zurück. Sehe ich hier oben gerade, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man bekommt keins zurück. Aber wir bekommen anscheinend auch Leben zurück. Ja, da reicht unser Geld noch nicht. Und wir können bis jetzt auch noch nicht auf die nächsten Planeten. Da kommen wir dann erst hin, wenn wir den Endboss besiegt haben. Das kann allerdings auch ein bisschen dauern. Weil die Endbosse hier sind nicht einfach. So. Man sollte auf jeden Fall versuchen, so viel wie möglich XP mitzunehmen. Also auch wenn man noch die Möglichkeit hat, ein Schiff abzuschießen, auch einfach drauf schießen. Ich meine, es lohnt sich ja. Im Endeffekt bekommen wir dafür Skills. Aber es wird auch relativ. Oh, okay, wir haben eigentlich 0 HP, aber das passt, das passt, das passt. Okay, jetzt haben wir wieder 1. Es wird eben relativ schnell ziemlich hektisch. Oh Gott, oh, zum Beispiel jetzt wurde es gerade relativ hektisch, aber wir haben Level Up erreicht. Hier brauchen wir 4 Punkte, um das nächste zu erreichen, und hier ebenfalls. Plus 25% extra Schuss Chance pro Punkt, den wir da reinstecken. Hier können wir 3 Punkte reinstecken, hier 4, hier 2 und hier nur noch ein. Okay. Schaden. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Und hier Speed. Oh, das ist auch gut. Okay, gleich dreimal upgraden. Theoretisch hätten wir uns auch hier einen XP-Booster holen können. Für 500, aber ich denke, das brauchen wir gerade noch nicht. Aber später wird sowas echt nützlich. Beim letzten Mal habe ich ein anderes Schiff benutzt. Aber das Schiff hier ist auch nicht schlecht für den Anfang, weil man da eben auch noch XP dazu bekommt. Rang. Okay, das Power-Up hat uns gerade rein gar nichts gebracht. Ich dachte, es wird vielleicht irgendein gutes Power-Up. Aber gut, jetzt haben wir hier zumindest wieder Punkte. Perfekt. Jetzt können wir hier gleich auch Punkte reinstecken in mehr Geld und XP pro Level. Dann bekommen wir richtig, richtig viel XP. Und XP sind am Anfang sehr, sehr wichtig.
Genauso wie Geld. Und irgendwann werden dann eben andere Dinge wichtig. Zum Beispiel beim Endboss kann man dann wieder, also wenn man sowieso schon bis zum Endboss kommt, kann man dann wieder ein effizienteres Schiff benutzen. Oh. Also, ihr seht, es ist stressig. Vor allem die Schiffe hier machen stressig. Weil theoretisch kannst du denen ihre Schüsse oder auch nicht. Man kann denen ihre Schüsse auf manche andere Schiffe lenken. Ach, Mist, da hat er nochmal geschossen. Wow. Also ich versuche mit euch die erste Welt zu machen. Immer eine Welt in einem Let's Play. Ja. Aber ich guck mal, dass ich jetzt endlich mal weiterkomme. Hier die Selbstmörder, die in uns reinfliegen und dann ebenfalls explodieren. Die fliegen einfach nur gerade, diese relativ roten Schiffe. Die schießen eben mit Zielsuchenden. Patronen. Und ja, im zweiten Planeten kommen dann auch andere dazu. Oh Gott. Jetzt muss ich hier gerade ein bisschen den Patronen ausweichen. Das ist voll nervig. Dann kann man nämlich nicht. Kann man nämlich nicht andere Schiffe attackieren. So. Okay, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Jetzt haben wir den Dualschuss. Okay, ist das gut, dass es ruhig wird? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass jetzt bald der Endboss kommt. Ja, jetzt kommt der Endboss. Der kann relativ schwer sein, weil er eben auch zielsuchende Schüsse abgibt. Plus nochmal normale Schüsse. Und man muss halt gucken, dass man ihn irgendwie attackiert. Aber man kann ihn eben nicht angucken. Man muss die ganze Zeit auf die Schüsse gucken. Okay, jetzt habe ich hier ein Power-Up. Ah, okay. Das bewirkt das Power-Up. Das wird Schüsse ab. Okay, wir haben ihn. Oh, Mist. Ich dachte, mit dem Power-Up kriege ich ihn, aber. Dann wurde mir das Power-Up zum Verhängnis. Aber gut. Wir sind Level 4. Was war das? Ein schnelles Blinken. Ah. Zur Maus hinzufügen. Okay. Und wenn das Blinken zu Ende geht, dann kriegen wir Unverwundbarkeit. Für kurze Zeit. Ach Mist. Komm weg mit dir. Oh. Das schlechteste Power-Up im Spiel. Ja. Auf jeden Fall das schlechteste. Ich denke, hier nehme ich nochmal ein anderes. Nämlich ihn hier. Dann grill ich ihn noch ein bisschen ab. Ups, okay. Kann ich vielleicht nochmal. Okay, perfekt. Hier nochmal in die Auswahl und ihn hier wählen. Mit ihm haben wir diese blauen Schüsse. Das sind eben zielsuchende Schüsse. Und mit ihm haben wir pro Rang 2,5% Chance, solche zielsuchenden Schüsse zu haben. Und die können extrem nützlich sein. Ich versuche mich hier gerade ein bisschen zu konzentrieren.
damit wir es zumindest bis zum Endboss schaffen in dieser Folge. Ah, Mist. Ja, wir schaffen es auf jeden Fall in diesem Zug nicht zum Endboss. Und es ist ganz viel ausprobieren. Und das kann auch nerven. Aber gut, da haben wir jetzt vor allem die hier nerven. Ich finde, die sind ein bisschen zu stark fürs erste Level. Die kommen ja auch schon relativ schnell. Okay, den XP-Boost, den sollten wir auf jeden Fall irgendwie nutzen. Und versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Okay, den haben wir. Und ein Asteroid. Nochmal ein XP-Boost. Okay, da hat ihn die zielsuchende Rakete getroffen. Gerade noch ausgewichen. Ah, okay, jetzt schießen wir auch nach hinten. Perfekt, den hier noch. Was macht denn der? Komm, dir. Okay, der Endboss, nein. Okay, ich kann jetzt hier gerade nicht so viel reden. Ich muss mich hier so ein bisschen konzentrieren. Ich muss vor seinen Schüssen abtauchen. Seinen Zielsuchenden. Und da hat er uns. Trotzdem Upgrade. Und ich denke, da stecke ich das wieder ein bisschen hier rein. Wie viel Geld haben wir noch? 47, okay. Ach, Mist, jetzt habe ich schon wieder vergessen den anderen. Egal. Okay, was bringt uns denn unser Kern hier? Also bis jetzt habe ich den noch nicht in Aktion gesehen, ihn hier. Ah, okay, da hat ihn sich die zielsuchende Rakete geholt. Weg mit dir. Diese Typen, die in einen reinfliegen, die können auch echt viel Schaden machen. Also vor denen sollte man sich auf jeden Fall in Acht nehmen. Und eben vor diesen zielsuchenden Raketen. Weil die sind viel zu stark. Krieg ich den noch? Oh, schade. Ich dachte, ich krieg ihn mit dem Schuss nach hinten. Okay, den habe ich. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Oh, okay, den haben wir gehabt vorher. Überhaupt irgendwas? Okay, jetzt haben wir aber glücklicherweise die zielsuchenden Schüsse. Bedeutet, wir können uns mehr auf seine Schüsse konzentrieren. Mist. Er hat mich mit seiner zielsuchenden Rakete getroffen. Jetzt geht das Video schon wieder 10 Minuten, 29 Minuten lang. Und wir haben den Endboss immer noch nicht besiegt. Also höchstwahrscheinlich werde ich in dem Format hier weniger reden. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen, mich zu konzentrieren und gleichzeitig zu reden. Weil, wie gesagt, es ist eben ein Spiel, was viel Konzentration und Aufmerksamkeit erfordert. Sonst kommt man hier nicht durch. Dieser Dualschuss ist eigentlich ganz gut, wenn man den zielsuchenden Schuss hat. Weil dann wird auch der zielsuchende Schuss verdoppelt. Oh, Mist. Was machen?
Was machen meine zielsuchenden Schüsse? Was machen die? Gerade sind meine zielsuchenden Schüsse einfach nach hinten geflogen. Das war komisch. Was war da los? Okay, fliegen sie wieder nach vorne. Eigentlich sollten die nicht nach hinten fliegen. Also es war nichts hinter uns. Wenn dann nur so ein bisschen. Oh! Gott. Ich denke, zu diesem Video hier werde ich eine Premiere machen. Oh Gott. Perfekt, perfekt. Werde ich eine Premiere machen, dadurch, dass ich glaube, ich werde bei jedem Video zum Start eines Projekts, werde ich, denke ich mal, eine Premiere machen. Jetzt los. Nein, nein. Jetzt sind unsere Orbitale weg. Gerade noch so. Okay, jetzt haben wir die Raketen. Kommt der Endboss? Oder wie sieht's aus? Nee, anscheinend noch nicht. Ach Mist, gegen die hätte mir jetzt die Rakete helfen können. Aber gut. Oh Gott, du schießt mich nicht mehr. Nein. Okay. Es läuft. Mist. Oh, wir haben ihn. Okay, gut. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Und damit haben wir Tarsis. Hier hinten dürften wir auch noch einen haben. Perfekt, das nehme ich mir. Dann haben wir hier. Oh gut, es geht vom Geld her. Nehme ich wieder ihn hier. Bisschen upgraden, schauen wir noch mal kurz rein. Und ja, wie kann ich eigentlich... Ah! Mit Leertaste, okay. Kann ich meinen Boost aktivieren. Meinen Mutantenkern. Und der lädt sich auch wieder auf. Oh Gott. Ja gut, dann bewege ich mich mal gar nicht. Oh, okay. Das Spiel wurde gespeichert. Hier oben, was können wir hier? Ach, save. Game saved. Perfekt. Und kriege ich da noch einen Code für? Oder? Habe ich hier einen Save Code? Mist. Die Speicherfunktion funktioniert nicht mehr. Naja, ich guck mal nach, ob ich das irgendwie noch speichern kann. Wenn nicht, lasse ich es einfach offen, aber... Es ist von Dekaotik. Ich habe schon mal ein Spiel von ihm gespielt, aber nicht Let's Played. Dann schauen wir noch kurz in den Endlos-Modus rein. Ah. Okay, es geht darum, eine so lange Zeit wie möglich zu überleben. Ich dachte vielleicht, es geht um Punkte, aber... Ja, ah, okay. Mist, jetzt wo ich verlieren... Na hopp, ich will verlieren. Okay, perfekt. Ja. Also machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Habt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Ist das mein Schwindfang? Wartet, ich.
So. Mit Windows Alt und Druck mach dir einen Screenshot. Für alle, die es auch ausprobieren wollen, ich warte noch auf den Moment. Okay, jetzt. Perfekt, bis zum nächsten Mal und tschüss.